So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch heute am 27. Oktober. Ich begrüße euch in den Live-Training-Räumen der European Trading Academy zu unserem Marktbriefing. Heute sicherlich ein super interessanter Trading-Tag. Gestern war es ein bisschen ruhiger. Wir konnten aber trotzdem zum Beispiel mit der Breakout Open Range im S&P eigentlich wunderbar hier die Open Range abgreifen. Ausbruch nach oben, das hat funktioniert. Ansonsten haben wir uns gestern bedeckt gehalten, weil ja Hauptkampftag wird wohl heute und dann auch morgen sein. Es steht so einiges an und wir wollen uns natürlich gucken, wie läuft der Tag. Ja, was ist sozusagen die, was ist wahrscheinlich die Bewegung, mit der wir was machen können? Wo können wir gucken? Gucken wir als erstes mal hier auf, was kam an Daten? Meta-Aktie stürzt nach enttäuschendem Quartalsausblick ab. Also wir haben hier deutlich schlechtere Zahlen als erwartet bekommen und die Aktie, letzter Kurs 129 und dann Geldkurs nachbörslich 104. Also ganz krasser Wertverlust hier drauf. Das hat natürlich dann auch direkt Auswirkungen auf Nasdaq und S&P. Und ich habe euch das schon gesagt, lasst euch jetzt nicht irre machen, wenn wir die Earnings Season haben. Es gibt Überraschungen nach oben geben, es wird Überraschungen nach unten geben. Das Ganze wird so ein bisschen den Markt hin und her bewegen, aber insgesamt wird das nicht entscheidend sein. Wir gucken, bevor wir hier beginnen, gerade mal werfen wir einen Blick auf den S&P und schauen uns das Ganze an. Also gucken wir gerade drauf, S&P, da haben wir, so, wie stellt sich und präsentiert sich der heute in der Sequenzanalyse? Wir sehen steigende Hochs, steigende Tiefs, das heißt, wir hatten hier ab diesem Tag den Aufwärtstrend sozusagen etabliert, hatten wir auch von gesprochen, hatten uns deswegen auch in den letzten Tagen und auch deswegen gestern hier mit der Breakout Open Range beschäftigt. Markt ist hier ausgebrochen aus der Open Range, hat genau das Target der Open Range erreicht und dann ja nachbörslich oder beziehungsweise dann auch schon zum Ende der Sitzung hin gab es hier den Abverkauf. Und ich habe euch das im gestrigen Marktkommentar schon gesagt, Momentum finde ich nicht so prickelnd auf dem Markt. Normalerweise sollten wir, wenn wir hier so einen Trend haben, dann auch irgendwo mal zunehmendes Momentum sehen. Und so abnehmendes Momentum ist immer so ein bisschen Zeichen dafür, Achtung, Trend ist eventuell in Gefahr, beziehungsweise zumindest mal ein größerer Rücksetzer ist drin. Und wir haben ja hier diese Box gehabt, das war diese Box, wo der Markt neutral war. Über der Box war er positiv und ein Rücksetzer auf dieses Ausbruchsniveau ist gar nicht so unwahrscheinlich, würde allerdings den Aufwärtstrend nicht in Frage stellen. Warum? Zeige ich euch gerade hier, mache mich mal eine ganz andere Farbe, denn diese Hochs und Tiefs, die wir hier in grün markieren, die gehören sozusagen zusammen. Hier diese kleinen in schwarz wäre sozusagen eine extra Bewegung und von daher seht ihr hier, wäre ganz normal, wenn wir jetzt hier einen Rücksetzer sehen, kann eben ausgelöst sein durch die Meta-Zahlen, wäre eben auch gar nicht dramatisch. Also es ist wirklich gar kein Problem, wenn das eben entsprechend kommt oder wenn jetzt die Börse heute oder vorbörslich runtergeht. Solange wir nicht wieder zurück in diese Box fallen, bleibt erstmal dieser Aufwärtstrend etabliert und wir haben eine gute Chance, dass der Markt hier eben dann nach einer kleinen Konsolidierung auch wieder nach oben laufen kann. Zumindest sequenzmäßig sind die Zeichen gut und wir können uns das Ganze jetzt hier auch mal gerade angucken, wie wir in den Handelstag im S&P hineingehen wollen. Ja, muss ich natürlich gerade die ganzen Zeichnungen hier rauslöschen, sonst wird das Ganze unübersichtlich. So, gucken wir uns das Ganze mal kurz an. Wie sieht es denn aus im S&P? Naja, also Daily Trend ist immer noch abwärts, 60 und 15 Minuten Choppy aufwärts. Und für uns ergibt sich aus diesem Ganzen ein neutraler Vorteil, das heißt also eigentlich nicht ein richtig großer Long-Vorteil, der ist einfach noch nicht da. Dafür müssten wir zumindest auf den etwas größeren Zeitebenen auch noch auf dem Daily-Chart-Wert auf Daily-Chart auf neutral gehen. Das ist noch nicht passiert und solange der Daily-Chart noch abwärts richtig bleibt, kann man eben alle diese Gegenbewegungen auch als Korrekturbewegung einstufen. Und solange das eben der Fall ist, dass wir die noch als Korrekturbewegung einstufen, besteht immer die Gefahr, Korrektur ist vorbei, Markt nimmt den ursprünglichen, den übergeordneten Trend auf, das ist der Daily-Trend abwärts und dann geht es nach unten.
So, ich komme also damit zu einer Einstellung hin, wo wir sagen, naja, mit dieser Einstellung hin sind wir so auf dem unteren Aggressivitätslevel, wie wir handeln. Bedeutet letztendlich, wir werden nicht den hyperaktiven Handel machen. Das haben wir gestern auch schon gehabt. Ja, ihr seht hier Gang 2 Aggressivitätsstufe, heißt, ich werde SQ-Strategien machen, ich werde BOR-Strategien machen. Ich werde das aber nicht auf den Mini-Zeiteinheiten machen. Was man sagen muss, da wir in den letzten Tagen sehr gut performt haben, bleibt das Risiko auf einem höheren Level. Das heißt, da können wir hier tatsächlich durchaus im höheren Bereich fahren. Und da gibt es eben keinen Grund im Moment, da defensiv zu agieren, weil wir einfach sehr gut mit dem Markt zurechtkommen. Somit gesehen, also was ist der Handelsplan heute für S&P? Handelsplan für S&P ist definitiv, dass wir eine BOR-Strategie machen. Haben wir, wie gesagt, gestern auch gemacht, die BOR-Strategie. Ich zeige es euch hier auch noch mal ganz kurz. Ne? Hier BOR in grün, dieser kleine Kasten, Ausbruch gekauft, am Target hier raus. Das war, was wir gestern gemacht haben. Und so ähnlich wäre das heute auch der Fall. Das heißt, wir können uns hier an der BOR orientieren. Na, und dann können wir eben, zweiter Ansatzpunkt, den wir machen können. Ich hatte euch hier diese grüne große Sequenz hier gezeigt. Und das heißt, naja, wenn wir hier in diesen Support-Bereich kommen, ja, können wir definitiv drüber nachdenken, long zu gehen. Und aus diesem hier eine Long-Bewegung zu kreieren, das behalte ich mir, wisst ihr selber, aber immer nochmal vor. Ich gucke dann, wie bewegen wir uns dorthin, was passiert dann im Laufe des Tages. Aber das ist erstmal so der Tradingplan, wie wir an den S&P herangehen und ja, wie wir an den S&P, was wir da eben entsprechend machen wollen. Wir haben heute vor allem an Zahlen eine Sache. EZB-Sitzung. Ja, EZB wird, das ist eigentlich schon ziemlich sicher, die Rate von 1,25 auf 2 erhöhen und beziehungsweise den Spitzen, das Finanzierungssatz, das war der Hauptfinanzierungssatz, der wird von 1,5 auf 2,25 gehen. Das heißt, es kommt heute ein großer Zinsschritt. Zinsschritt ist aber vollkommen eingepreist. Märkte rechnen damit. Ihr habt auch schon gesehen, in den letzten Tagen ist der Bund Future nach oben gegangen, hat sich also hier nicht mehr von beeindrucken lassen, dass jetzt hier dieser Zinsschritt kommt. Und die Einlagenfazilität, die steigt auf 1,5. Warum ich das erwähne, gleich dazu mehr. Gucken wir uns aber erstmal an, warum die EZB hier einfach gezwungen ist, große Zinsschritte zu machen. Inflation in Europa im Oktober 9,9%, nahezu zweistellig. Core Inflation ist auch, das ist dann ohne Energie, 4,8. Also wo man hinguckt, ist inflationäre Tendenz da. EZB muss definitiv was machen. EZB ist aber sehr weit, man nennt das so genannt, behind the curve. Weil, was bedeutet behind the curve? Na, selbst wenn wir jetzt einen neutralen Zinssatz haben, neutraler Zinssatz, sagen wir mal tatsächlich real bei 0, dann müssten wir ja hoch, irgendwo vielleicht nicht auf die 9,9, weil das vielleicht ein Spitzenwert ist, aber irgendwo auf die mittelfristige Inflationserwartung von 5% oder 4%. Und dafür sind wir einfach weit von entfernt. Und das heißt, wir sehen eigentlich, der Realzins, der bleibt weiterhin negativ. Das heißt, wird jetzt manchmal irgendwo erzählt, ja, jetzt kriegst du auf dem Sparbuch wieder 2%. Scheiße, kriegst keine 2%, du kriegst minus 7% bei der aktuellen Inflationsrate, denn du musst ja deinen Realzins betrachten. Von daher ist die der Zinssatz der Europäischen Zentralbank immer noch nicht restriktiv und er ist weit behind the curve. Und wenn man sich dann überlegt, ja, wohin soll er gehen, dann kriege ich persönlich echt einen echten Schrecken, weil, ja, wenn man jetzt mal hier die Umfragen anschaut von Economists, dann sieht man, ja, okay, es kommt hier noch ein Zinsschritt im Dezember vom halben Punkt, ja, und dann kommt nochmal vielleicht ein weiterer Zinsschritt vom halben Punkt, also jetzt ein großer und dann so halbe Punkte, aber wir sehen eigentlich, ja, im September, da war man noch als Terminal Rate, also wo wir 2024 landen, bei 1,5, jetzt ist man in der Terminal Rate bei 2,5. Und ich frage mich wirklich, was ist da los? Glaubt ihr wirklich, dass wir mit 2,5% Zinsen, also dass wir da
tatsächlich jetzt stoppen werden oder dass die Wirtschaft so schlecht läuft. Das wäre ja dann auch eine schlechte Nachricht. Und ich kann mir einfach derzeit, oder was heißt, ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube einfach nicht, dass die Terminal Rate bei 2,5 liegt. Das wird noch höher gehen. Aber, das haben wir ja auch gesagt, wir werden jetzt erstmal in eine Phase kommen, wo es eine Erleichterung gibt, weil bei der Inflation jetzt diese Basiseffekte greifen. Ne? Wir vergleichen Energielevel aus dem Jahr 2021 mit dem aktuellen, und das habe ich euch gestern im Marktkommentar gezeigt, da sind wir im Ölpreis auf dem Level, wo wir auch letztes Jahr im November, Dezember, im November, Oktober waren. Und wenn wir das im Monatsvergleich machen, ist Öl dann nicht mehr teurer, allerdings natürlich durch den Euro-Rückgang immer noch im Einkauf für den Europäer teurer, aber am Weltmarkt zumindest nicht. Und auch die Gas-Future, die sind ja massiv nach unten gekommen, ne? Können wir uns nochmal gerade, machen wir es nochmal gerade, haben wir ja noch eine Sekunde Zeit hier, können wir uns das angucken, dann gucken wir uns TTF Future an. Ja, sehen wir Megawattstunde 99,75. Da oben war der Peak hier bei über 300. Das heißt, das hat sich hier normalisiert. Und wenn wir dann jetzt mal zurückgehen, also ich gehe jetzt mal auf Oktober letzten Jahres hin, ja, dann sehen wir, ja, da waren wir dann bei 75, ja, im Dezember waren wir bei 83. Wir sind also gar nicht mehr so viel weit davon entfernt zu den Kosten, bei dem, zu denen man sich schon vor der Ukraine-Krise eindecken konnte. Und wenn wir jetzt das Crude uns angucken, ja, gehen wir hier einfach auf den Linienchart und vergleichen das einfach nochmal. Ja, dann sehen wir eben auch hier, na, was hatten wir hier gehabt? 82,81 vor einem Jahr. Jetzt sind wir hier bei 87. Ja, ist ein bisschen teurer. Gestern waren wir fast auf dem gleichen Niveau. Aber dieser Basispreiseffekt, ja, der hier ziemlich krass war im Sommer, ne, weil wir hier den Juni mit dem Juni davor verglichen haben. Ne, also da hat man natürlich echt viel, viel höhere Energiekosten. Ne, also nochmal hier, ne, den Juni mit dem Juni davor, ne, seht ihr, das war ein krasser Basispreiseffekt, der da zum Tragen kommt, Juni. Ne. So, der ist jetzt sozusagen verschwunden, weil wenn wir jetzt das hier vergleichen, ja, kommen wir dann in ähnliche Regionen hinein und das nimmt definitiv inflationären Druck und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die EZB, glaube ich, hofft, dass sie da so ein bisschen mit ihrer Terminal Rate bei 2% landen wird. Aber ich habe euch in anderen Videos schon mal vorgestellt, dass wir noch andere Effekte haben, die die Inflation treiben. Und ein Effekt ist, dass es immer noch risikofreies Geld für die Banken gibt, der das unglaublich groß ist. Also was ihr hier seht in den Kurven, erkläre ich euch ganz kurz. Also wir sehen hier oben erstmal in dieser Linie, die weiße Linie ist die EZB-Bilanz. Also ja, die ist natürlich riesig groß, aufgebläht. Und dann sehen wir hier unten in dem Balkendiagramm, da sehen wir die sogenannten TLTROs. Und das sind im Prinzip Geschäfte, wo sich Banken langfristig bei der EZB Kredite holen können, finanzieren können. Und das sehen wir, das sind, was sie da gemacht haben seit 2021 oder seit Corona eigentlich, ist in der Höhe von 2,1 Billionen hat man dort Kredite genommen. Das hat man eben zu dieser Ausweitung der Bilanz eben auch beigetragen. Und jetzt kommt das Interessante. Wir sehen hier unten, damals konnte man sich diese Kredite holen und wenn man sie dann wieder eingelegt hat bei der EZB, da gab es einen Negativzinssatz. Jetzt allerdings gibt es einen positiven Zinssatz und diese Einlagenfazilität, die steigt jetzt auf 1,5%. Und jetzt ist das Krasse, die Banken können sozusagen das Geld, was sie sich von der EZB geliehen haben, für nichts, können sie für 1,5% anlegen. Und Morgan Stanley hat mal geschätzt, 28 Millionen Profits sind, Milliarden Profits sind bereits jetzt entstanden durch diese Sache. Und man kann das sagen, das ist im Prinzip gerade eine Mega-Subvention für die Banken, die hier einfach von der EZB durchgeführt wird. Und da muss die EZB dran, aber sie hat keine Ahnung, wie sie das machen soll. Ich bin mal gespannt, was da heute kommt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte den Mindestreservesatz erhöhen. Man könnte sagen, pass mal auf das Geld, was ihr bei uns anlegt. Da kriegt ihr jetzt nicht mehr so viel Zinsen für. Da müsst ihr aber rückwirkend Verträge ändern, was vielleicht die Vertrauenswürdigkeit nicht ganz so erhöht. Man kann versuchen, es mit anderen Tools zu machen, aber das ist ein Punkt. Sehen, die EZB agiert immer noch expansiv, ne? Weil ihr seht, durch diesen Effekt kommt immer noch richtig viel Geld in den Kreislauf rein, richtig viel Geld auch an die Banken und natürlich geht die Nachfrage nach Unternehmenskrediten dann weiter nach oben und da wird kein
kein Stück Inflationsdruck rausgenommen. Im Gegenteil, ja, während Privathaushalte gerade überlegen sollen, wie zahle ich meine nächste Gasrechnung, kriegen die Banken das Geld wirklich reingedrückt von der EZB, risikofrei. Und das wird heute ein richtig großes Thema, an dem zu arbeiten ist. Und sind sie im quantitativen Tightening, das heißt also, wo sie entsprechend ihr Bondprogramm reduzieren, noch nicht weit. Und man geht davon, dass die meisten Experten gehen davon aus, dass das erst im Q3 23 passiert. Und das heißt, bis dahin haben wir noch diese expansive Geldpolitik und die unterstützt natürlich die Märkte. Ich glaube jetzt nicht, dass man bis dahin, also irgendwann beginnen die Märkte das einzupreisen, aber das sind so Überraschungsfaktoren, die dann heute durchaus auch noch Druck auf den Bond machen könnten, wenn die EZB hier eine Änderung macht. Im Moment ist das nicht zu sehen, sondern wir sehen im Vorfeld, sehen wir auch hier sequenzmäßig eine schöne Aufwärtsbewegung, die der Bund Future macht. Und ihr erinnert euch, wir hatten dieses Dreieckspattern getradet. Ja, das hatte ich hier ein Kaufsignal hier unten geliefert mit Ziel mindestens hier. Und wir hatten auch gesagt, wenn das Dreieck die Spitze durchschritten wird, dann klappt es nach oben nochmal auf, was eben die Zielzone hier oben, die 140 angibt. Und wenn es heute nicht allzu viel Überraschung auf der negativen Seite bei der EZB gibt, dann wird sich dieser Trend fortsetzen und dann werden wir Richtung die 140 gehen. Aber auch wenn es eine negative Überraschung gibt, ja, und der Markt vielleicht nochmal hier in diesen Support-Bereich kommt, hat eigentlich diese Bewegung hier jetzt eine kleine Trendwende eingeleitet. Viel ist erstmal drin und ich gehe davon aus, die EZB ist wie so ein schwerer, großer Tanker. Der kann die Richtung nicht schnell immer hin und her wechseln und sowas passiert dann eben langsam. Und der Markt hat diese Zinserhöhung bereits eingepreist und jetzt kann es ein bisschen Unruhe geben durch die News, aber wie dem auch sei, der Trend, der jetzt hier erstmal etabliert worden ist, der wird sich weiter fortsetzen. Und unsere Strategie wird heute sein, das können wir uns jetzt auch hier angucken, klassisches Sequenztrading. Das heißt, wir werden diesen Rückgang hier gleich kaufen, ja, mit der Idee, dass sich der Trend weiter fortsetzt. Stopp eben ist hier. Sollten wir gestoppt werden, dann gibt es ein zweites Kaufniveau, das liegt hier unten. Da würden wir es nochmal probieren, mit der Idee, dass sich der Trend fortsetzt. Also wir sind im Moment nicht dabei, dass wir auf einen Gegentrend abwärts spekulieren. Das zeige ich euch auch deshalb, weil wenn wir auf dem Daily Chart jetzt das angucken, der Daily Chart, der ist natürlich noch abwärts, aber häufig läuft diese kleine Bewegung bis an die Tiefs in der großen und das ist dann hier die 141 bis 142 und das ist zumindest das kurzfristige Korrekturpotenzial, was wir hier sehen auf dem Markt nach oben hin und auch hier können wir uns natürlich wieder anschauen, ja, wie sind wir denn jetzt hier eingestellt, wenn wir hier auf den Bund gehen. Ihr seht, der Daily Trend, den haben wir hier noch massiv nach unten gerichtet, weil wir an den wesentlichen Hochs und Tiefs hier, na, außer diesen drei Tagen Gegenbewegung noch nichts gesehen haben, aber 60 und 15 Minuten Chart ist aufwärts. Auch hier sind wir eher im neutralen Bereich auf dem übergeordneten Blick. Allerdings sind wir natürlich im kurzfristigen Bereich long, nämlich wenn die höchste Ebene die 60 ist, 60, 15, 5. Ja, wir haben auch hier wieder ganz gut performt und man sieht hier von der Strategie her, ist eine SQ-Strategie definitiv auf größeren Zeiteinheiten immer noch sinnvoll und zu machen. Und das werden wir eben auch hier machen. Und das bedeutet eben genau das, was ich euch hier vorgestellt habe. Das heißt, so werden wir da heute vorgehen. Ja, gucken wir uns auch, werfen wir noch einen Blick gerade auf den Euro. Euro hat eben auch hier eine Gegenbewegung etabliert. Und da sagte ich ja, der Euro wird davon profitieren, dass die EZB aufholen muss, ja, also hier dieses Tief kommt nochmal mit dem hier gleich, aber dann hat sich hier sequenzmäßig wunderbar eine Gegenbewegung entwickelt und das ist jetzt einfach, der Markt sagt, okay, pass auf, der Euro rennt jetzt natürlich hinter der US-Notenbank her oder die EZB rennt hinterher, sie wird das Gap zwischen den Zinsen in den USA Richtung 4% wird sie verkleinern, das ist tendenziell erstmal positiv und auch hier bietet sich an, BOR-Trading auf der Long-Seite. Ja, weil wir hier eben in den letzten Tagen auf dem 60-Minuten-Chart schon long sind. Und es bietet sich an SQ-Long. Und das heißt, da seht ihr auch hier, da sind wir nicht mehr weit entfernt, um hier einen Kauf SQ-Long zu machen. Und das ist auch unsere Idee. Das heißt also Strategien hier SQ-Long, Strategie, die wir haben im Bund SQ-Long. Und ja, dann bleibt noch im Prinzip der DAX als letzten Markt übrig, den ich für heute habe. Alle Zeichnungen löschen.
So. Und ja, da bleibt noch der übrig. Mal gerade schauen. So, gucken wir, werfen wir einen Blick auf den DAX. Ja, und auch der ist in der technischen Gegenreaktion, geht hier nach oben. Technische Gegenreaktion ist einwandfrei. Auch hier können wir sagen, okay, zumindest im Moment ist der Markt hier aufwärts gerichtet, steigen hoch, steigen tief. Und hier wäre die nächste Kaufregion. Das heißt, wenn wir so eine kleine ABC machen, haben wir von da eine Chance, hier weiter zu kaufen. Wir haben im Moment noch keine Bestätigung, dass der Trend hier oben angekommen ist, gedreht hat und wahrscheinlich will er hier oben auch diese Tops noch rausholen. Also auch hier eher die Bewegung aufwärts. Ja, und dann machen wir natürlich News Trading, logischerweise. Aber News Trading, das kann ich erst vorbereiten, wenn die News dann auch entsprechend raus sind. Das heißt, da werden wir uns um 14:30 Uhr dann mit beschäftigen. Ansonsten steht unsere Strategie für heute. Ich wünsche euch einen guten Trainingstag. Wir hören uns wieder. Bis morgen. Bye bye, euer Birger.